Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Gunther Meyer. Ich bin Entwicklungsmanager für Getreidefungizide bei Bayer Crop Science in Deutschland. Ich befinde mich hier an unserem Versuchs- und Feldtagsstandort Aich in Bayern. Aufgrund der Witterung dominieren hier im Weizen die Krankheiten Septoria tritici und Gelbrost. Und daher möchte ich Gelegenheit ergreifen, näher auf die integrierte Bekämpfung des Gelbrostes im Weizen einzugehen. Mit Abstand die wichtigste Maßnahme ist die Sortenwahl. Denn nach den Erfahrungen der Jahre 2014 und 2015 gibt es dort erhebliche Sortenunterschiede. Sind einige Sorten inzwischen sehr anfällig geworden, während andere immer noch eine sehr gute Resistenz aufweisen. Und diese sind natürlich im Anbau zu bevorzugen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Auswahl des Saatzeitpunktes. Eine frühe Aussaat begünstigt zwar eine sehr gute Herbstentwicklung, bedeutet aber gleichzeitig, dass auch während der Herbstperiode schon Infektionen gesetzt werden können, die im Frühjahr der Ausgangspunkt für einen Starkbefall sein können. Bitte achten Sie vor der Aussaat auch auf eine vollständige Bekämpfung des Ausfallweizens. Dieser kann, insbesondere bei anfälligen Sorten, als grüne Brücke für den Gelbrost dienen, von der aus neue Schläge infiziert werden. Eine Bekämpfung im Nachauflauf ist in einigen Kulturen möglich, wie zum Beispiel im Raps mit Panarex. Aber in der Gerste geht es zum Beispiel überhaupt nicht, dass man den Weizen herausbekommt. Sollten Sie sich trotzdem für eine gelbrostanfällige Sorte entschieden haben, ist es notwendig, diese im Frühjahr rechtzeitig zu kontrollieren und gegebenenfalls zu behandeln. Achten Sie auch auf die Warnhinweise des amtlichen Dienstes und wenden Sie sich dann an unseren Kollegen vor Ort. Bayer. Science for a better life.